Hallo. Ich habe seit gestern ganz stark den Impuls, dass ich heute gerne ein Video machen möchte über die aktuelle Zeitqualität und die aktuelle Energie. Ich sitze gerade auf einer wundervollen Eiche, ganz weit oben. Da ist der Boden und ihre tollen Wurzeln. Ja, ist ganz, ganz, ganz magisch. Dieser Platz ist sehr windig. Ich habe leider mein Haargummi vergessen, aber ich wollte es jetzt trotzdem machen. Ich hatte sehr, sehr wundervolle Gespräche mit meinem Partner und wir haben beide einfach nochmal reflektiert, was diese Zeit gerade für uns bedeutet. Okay, jetzt ist es bequem. Und was diese Zeit auch gerade uns sagen möchte und warum sie gerade so wichtig ist, auf sie zu achten. Die Ruhe im Sturm bewahren. Das ist es nämlich einfach. Danke, liebe Eiche. Egal, wie stürmisch dein Außen ist, egal, was alles passiert, egal, wie sehr du abgelenkt bist von allem Möglichen, was du dir selbst aufgeladen hast oder was du noch von anderen auf deiner Schulter hast, das Wichtigste ist, dass du bei dir zentriert bist. Dass du die Ruhe im Sturm bewahrst, dass du wirklich klare Entscheidungen triffst, ganz klare, bewusste Entscheidungen triffst und dann auch die Verantwortung übernimmst. Egal, was das für eine Entscheidung ist, übernimm die Verantwortung dafür, denn du bist die Schöpferin, du bist der Schöpfer deines Lebens, kein anderer. Kein anderer, egal wie wenig wir das manchmal hören wollen. Es ist einfach so. Und alles. Alles passiert aus einem Grund und hat eine höhere Ordnung und einen höheren Sinn. Und ich wünsche mir einfach, dass du diese Zeichen lernst zu lesen und wirklich mit deinem Leben zu gehen und nicht dagegen. Und dass du lernst, die Ruhe im Sturm zu bewahren. Es sind sehr stürmische Zeiten. Es sind im Außen stürmische Zeiten, allein schon durch die Stürme, schon das ganze Jahr über gibt es in Deutschland viele Stürme und es sind auch im Innern sehr stürmische Zeiten, weil das Kollektiv einfach gerade am Aufwirbeln ist, weil sich einfach gerade richtig viel transformieren möchte. Das ist auf der energetischen, geistigen Ebene so, genauso wie auf der physischen Ebene hier auf der Welt bei uns Menschen. Und es bedarf einfach wirklich, wirklich Bewusstheit, Fokus, Präsenz, Liebe und dein Licht, um hier kraftvoll rauszugehen. Und deswegen sind wir hier, um zu lernen, um uns zu erinnern und um uns gegenseitig zu halten und zu unterstützen. Also ich bin auf jeden Fall deswegen auf der Erde. Und natürlich auch, um zu springen und zu tanzen und zu lachen und zu singen und zu klingen und zu... Anscheinend wirklich, um zu singen, das habe ich jetzt zweimal gesagt, lustigerweise. Und gerade auch mit dem, was so in den Medien abgeht, gar keine Lust, den Namen zu nennen, wisst ihr wissen, was ich meine, ist auch einfach nochmal der Spiegel für den kollektiven Prozess, in dem wir uns befinden. Ob du dich wirklich für dein Licht entscheiden möchtest, für deine Liebe, dafür deine Mission hier auf der Erde zu verwirklichen, deine Seelenmission, deine Seelenwahrheit hierher zu bringen, die du vergessen hast und an die du dich jetzt gerade erinnerst und erinnern darfst, immer mehr, jeden Tag mehr und mehr. Wir sind gerade in den Portaltagen, in den letzten Zügen, ich glaube, jetzt sind noch 3, und bitte erinnere dich, es ist alles in dir, alles ist schon da auf einer gewissen Ebene, wir dürfen nur noch wieder reintreten. Erinnere dich jetzt, warum du hier bist. Das ist der Aufwachruf schlechthin. Und ich bin wirklich überzeugt, dass wir einfach alle zusammenhalten dürfen. Uns an der Hand nehmen dürfen. Und uns hoffentlich bitte jeder Einzelne für unser Licht entscheiden. Bring dein Licht hier auf die Welt.
Und meistens, meiner Erfahrung nach und Erfahrung von meinen Klienten, Erfahrung von meinen Freunden, Erfahrung von meiner Seelenfamilie hier auf der Erde, meistens finden wir unser Licht im Sturm. Weil der Sturm alles hochwirbelt. Und wir können uns nochmal anschauen, was ist wirklich meins? Und was gebe ich dem Sturm endlich ab? Lass los, gib's einfach ab. Du hast so viele geistige Helfer um dich herum, die einfach nur darauf warten, dass du sagst, bitte, ich bin offen für euch. Bitte unterstützt mich. Ich nehme eure Hilfe dankend an. Und danach scheinst du umso heller. Und die Sonne kommt wieder raus. Also wirklich die Essenz von dieser Zeit ist für mich die Entscheidung zwischen Schatten und Licht, zwischen deiner Wahrheit und der Wahrheit oder der Illusion von den anderen. Die Entscheidung für dich, für die göttliche Wahrheit. Ich danke dir fürs Anhören. Ich danke dir, dass du dich für dich selbst entscheidest. Hol deine Königin und deinen König raus. Hol deine Lichtarbeiterin, deinen Lichtarbeiter raus, deinen Krieger, deine Kriegerin, deinen Erdenengel, der du bist. Hol sie alle raus und leb sie, verkörpere sie, sei sie. Sei du selbst. Wahrheit und Wahrheit und Wahrheit. Alles ist da. Jetzt schon.